ArcelorMittal hat einen Standard zur Vermeidung von kritischen Ereignissen im Schienenverkehr entwickelt. Auch bei ArcelorMittal Bremen wird die Sicherheit in diesem Bereich erhöht. Wir befinden uns auf dem Werksgelände der ArcelorMittal Bremen an einem Bahnübergang, der nicht technisch gesichert ist, um hier die neuen Regelungen für das Queren von Bahnübergängen vorzustellen. Ja, weltweit und auch in Bremen kommt es natürlich immer wieder zu schweren Unfallereignissen an Bahnübergängen. Die wesentliche Ursache für diese Ereignisse liegt in den allermeisten Fällen im persönlichen Fehlverhalten der Autofahrer, was noch durch fehlende technische Sicherungen der Bahnübergänge begünstigt wird. Die Bedeutung des Andreaskreuzes wird vorsätzlich und rücksichtslos ignoriert, da Unfälle an Bahnübergängen mit Rangiereinheiten auch immer das Potenzial für schwere körperliche Schäden haben, hat ArcelorMittal einen Fatality Prevention Standard entwickelt, der diese kritischen Situationen an Bahnübergängen weitestgehend verhindern soll. Dieser Standard legt fest, dass alle Fahrzeuge, bevor sie einen Bahnübergang überqueren, vollständig zum Stehen kommen müssen. Um den Vorgaben des Konzerns Rechnung zu tragen, werden jetzt alle Bahnübergänge auf dem Werksgelände der ArcelorMittal Bremen, die nicht bereits über eine technische Sicherung verfügen, zusätzlich zum Andreaskreuz mit dem Stoppschild ausgerüstet. Auf diese Art und Weise müssen sämtliche Fahrzeuge, die den Bahnübergang überqueren wollen, an der Haltelinie vollständig zum Stehen kommen. So ermöglichen wir den Fahrern der Fahrzeuge, genügend Zeit zu haben, um die Situation noch mal genau zu beleuchten, die Bahnstrecke einzusehen und ihre Geschwindigkeit auch an die Geschwindigkeit der sich nähernden Eisenbahnfahrzeuge anzupassen. Ja, wir haben tagtäglich die Gefahren am Bahnübergang. Es kommt täglich zu gefährlichen Situationen am Bahnübergang, da das Andreaskreuz oftmals vom Verkehrsteilnehmer nicht dementsprechend wahrgenommen wird, beachtet wird. In der Hoffnung durch das Stoppschild, dass mehr Aufmerksamkeit auf die Eisenbahn gelenkt wird, dass der Straßenverkehrsteilnehmer in Zukunft mehr Acht auf die Bahn gibt und dadurch mehr Sicherheit den Kollegen gibt. Ich weiß als Lokführer nie, hält er nun, stoppt er, hält er nicht. Man muss sich auf die Situation einrichten, eine Zwangsbremsung zu machen. Wenn man mit gedrückten Einheiten kommt und man gibt Signal, man wird nicht gleich erkannt, man sieht dann die Lichter von der Lok, die sind hinten, aha, da könnte ja nichts kommen. Zum Beispiel bei Dunkelheit wird das immer unterschätzt, nicht? Dass sie den kurz vor den Waggons dann rüberfahren, weil sie denken, die Wagen, die Lok ist noch hinten, aber ich habe noch Zeit, rüberzufahren. Also solche Situationen habe ich schon gehabt, wo ich auch Zwangsbremse mal einführen musste. Und ist eine mulmige Sache für einen Lokführer. Also es ist eine andere Situation wie beim Andreaskreuz. Hier müssen Sie halten am Stoppschild und im Andreaskreuz links-rechts Blick. Und dann, wenn frei ist, könnten Sie weiterfahren. Aber ich finde das eine gute Sache.